und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 4 The Black Flag. Also nur Black Flag. Ja, wir haben hier die Assassinenaufträge gemacht. Ihr bleibt mir wurscht, der ist mir zu viel Rennerei für zu viel. Aber ich glaube, man könnte sich jetzt mal wieder Richtung Hauptquest begeben. Und vielleicht werden wir tatsächlich in dieser Aufnahmesession Kingston nochmal verlassen. Da buckelt die Katze. Ja. Wir waren jetzt, wie gesagt, Kingston ist ja keine kleine Stadt. Hier war viel los und wir sind weit weg davon, alles aufgedeckt getan zu haben, um diese Stadt golden zu machen. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug getan, um der Stadt mal wieder in die Möglichkeit zu kommen. Hoppla! Ja, yeah, das schaut schwer danach aus. Ich hätte jetzt gerne ein Ruderboot, um zu meinem Kahn rüber zu schrammen. Haben wir hier was in der näheren Umgebung? Da drüben kommen wir nach Hotpot. Kommen wir jetzt mit allen Ruderbooten nach da drüben? Das fände ich unbefriedigend. Zurück zum Schiff, genau, da will ich hin. So. Nee, das ist schon richtig so. Wo ist denn die nächste Quest? In Nassau. Na, schau. In Nassau. Aber da sind keine ekligen Forts mehr auf dem Weg. Von dem her können wir das sehr geil. Schnellreise, nein, das ist. Damit stechen wir in See. Bruder! Genau. Und können uns vielleicht ein paar Shanties anhören, weil wir haben ja auch ein paar wenige gesammelt. Und kriegen vielleicht auch ein bisschen Zeugs zusammen, um. Segel setzen! Setz Topram und Marssegel! Lasst uns was sehen! Relativ gefällig. Das war ein Pokéball. Steuerbord, Captain! Menschliches Treibgut, Captain! Ich glaube, der lebt noch! Sir! Von Steuerbord! Dann wohl! Reiche Beute, Sir! Könnte man probieren. Wenn das kann, natürlich immer noch schief gehen. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Bist du verwundbar, Captain? Feuer! Jetzt jeden Zoll Segel! Setz Hauptram und Marssegel! So. Feuer! Marssegel setzt Turret! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie brennt! Aufgreifen! Nehmt uns vom Baum! Da, da sind sie am empfindlichen Feuer! Bereit stehen! Au.
alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Außer Schussweite bleiben! Ja, ich bin dabei. So, haben wir, damit kann man meinen Schub reparieren. Und da bin ich ja böse irgendwo in der Falle gelaufen, ja? Injektor reparieren, ja bitte. Bleib außer Reichweite! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Feuer! Erwarten Befehle! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Halt sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Lass das. Feuer! Sie ist dahin, Sir! Feuer! Ihre Kanonen, bleib weg! Schade. Segel setzen! Groß- und Bramsegel! So. Wo habt ihr mein Konvoi jetzt versteckt? Vollständig intakt. Soll ich es nochmal probieren? Backbord, lach gut von deinem Wrack, Captain. Ja, zu weit weg. Kraftsegel reffen! Großsegel reffen! Hol die Maussegel ein! Feuer! Ja! Hey, sag nur das Boot, Captain! Noska ist durch! Alle Segel, Bewegung! Aufschießen, Segel setzen! Greff die Tab und Kraftsegel! Sie schickt uns auf den Meeresgrund! Al Diabolo! Eure Ohren gehören mir! Sei morto! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Nein, der Treffer könnte sie lassen! Feuer! Bereit zu feiern! Feuer! Schnelle Sonnengeschütz! Feuer! Jetzt geht's,
an uns! Los geht's! Feuer! Sie kommen um Backen! Feuer! Die Segel einholen! Ja, die haben wir, diesmal haben wir so. Okay. Dass wir da nicht zweimal von so einem Kackschiff. Gut Job natürlich. Schön daneben geschossen. Okay, und da schießt bitte noch irgendeinen von denen da unten. Okay, der stirbt jetzt sowieso. So, es hat sich da was. Damit 3000 alle der Münzen kann ich die Sektor reparieren, dann ist das Schiff erstmal wieder ganz. Und dann haben wir noch zwei andere Schiffe, die wir damit übernehmen können. Los Segel, los geht's! Damit kann ich den Bekanntheitsgrad in den Schiff. Sinken und Crew übernehmen. Eure Ohren gehören mir! Yo, heave, go! Heave! Ah. Da musste ich tatsächlich mal kurz drüber gehen, weil es mit der kleinen Kanone nicht geschafft hat, das Ding ordentlich abzuschrauben. So, wir verringern den Bekanntheitsgrad. Ich könnte gute Männer brauchen. Ich hätte das große Schiff natürlich auch in die Flotte aufnehmen können. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Okay, ist kein Druck mehr. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. An die Großschote und dicht holen. Und das scheint tatsächlich ein Kriegsschiff zu sein, mit dem nicht dort schwimmt Beute. Also,
Ein schönes Ding. Stopp! Ram! Mach Segel! Das sind alle Segel, die wir haben! Aber das lassen wir mal lieber in Ruhe, ja? Ne? 200 Stopp hätte der geladen, 15 Zucker. Und da ist die Gatte mit Holz und Zucker. So. Aber das sollte ja jetzt kein unser Ziel sein. Ich wollte ja eigentlich die Klappe halten, wenn die Jungs hier singen. Also bin ich mal wieder still. Was ist jetzt hier mit Singen? Ach ja, Moment, ich wollte mal gucken. Ja, vorhin sind Buckelwale durch die Gegend gesprungen. Stopp! Kehrtmarsch! Mars und Topsegelberg! Gaffelsegel lockern! Einholen! Kehrtmarsch! Ich brauch den Buckelwal! Und das eigentlich gleich zweimal. Alles setzen und schafft zum Wind aus. Und ihr singt gefälligst, ihr Ratten. Schneller. Los. Genau, wir harponieren. Er ist da drüben! Das Seil hält stand! Ruhig jetzt, Jungs! Hab ihn! Er schlägt mit der Schwanzflosse! Guter Schuss! Nein! Ich glaube, der mag uns nicht, Captain! Das kann ich ja verstehen. Da ist er! An Backbord! Du hast ihn, Captain! Natürlich. Der Zart! Ich sehe ihn nur so schlecht. Er schlägt mit der Schwanzflosse! Sehr gut! Guter Schuss, Captain!
Guter Schuss, Captain! Er wird schwächer! Er wird schwächer! Er ist wieder frei! Arschloch! Seht ihr was? Da seht ihr! Gut jetzt! Das Biest ist verletzt! Captain, ich hab bald keine Harpunen mehr! Harry! Nur noch wenige Harpunen, die Warnung kam gut, aber ich hab's geschafft. Ihr habt einen Buckelwal. Was für eine Qual, der arme Buckelwal. Was für ein Fang, Captain! So, einmal Knochen. Wir müssen das nochmal machen irgendwann. Ich brauch den ja zweimal zu. Jetzt geht Zoll Segel! Das sollte dann auch irgendwann bei Gelegenheit. Meine Harpunen aufstocken, die am Zoll. Das könnte hilfreich sein. Das war jetzt dann doch tatsächlich etwas knapp für so einen Wal. Ich habe jetzt gar nicht so oft daneben geworfen. So, kein Grund aufzuhören. Und bitte noch ein Lied. Das können wir jetzt natürlich schon. Ich höre Sperrgebiet, verdammt. Ram und Marssegel fest, zurück! Hier gegenseitig, oder? Okay, wenn da eine Kiste ist. Mars und Tom Segelberg! Hoch, Leute! An die Raus aus dem Wind! Alle Segelbergen, habt ihr nicht gehört? Ja, doch, hopp. Nein. Captain über Bord! Ja. Was tut man nicht alles für ein bisschen Geld?
Ah, drum. Ja, jetzt. Okay. Was ist gibt's hier? Ein Schwert, den brauche ich eigentlich nicht. Ein weißer Hai wäre noch verhältnismäßig interessant. Das ist hier ein Bullenhai, der ist nicht so interessant. Das ist ein Hammerhai, der ist jetzt im Moment auch noch nicht so interessant. Okay, ich muss in die Richtung und mich deutlich rechts halten. Also gar nicht so sehr auf das Ziel zufahren. Drum ist hier auch... Wo ist mein Schiff? Bleibt bloß geschmeidig, Kinder. Ich hab mit eurem Twist nichts zu tun. Aber ich könnte mal gucken, was ich jetzt hier so mit der Beute aufbessern kann. Das mit der Flotte interessiert mich momentan nicht wirklich. Also grundsätzlich interessiert mich das natürlich immer, aber es fehlt Metall. Es fehlt verdammt nochmal Metall. Okay, Breitseitenkanonen fehlen. Brauche ich 300 und für den Rumpfausbau brauche ich 200 Metall. Jagdkanone könnte ich verbessern, nutze ich aber nicht. Das kostet. Rammsporn ist mir sowas von egal. Stärke der Rundkugel. Das kostet nur Geld, in Anführungszeichen. Kettengeschosse auch nur Geld. Mörser kostet Metall, Drehbassen kosten Metall. Normale, schwere Kugel. Das kann ich mir, glaube ich, erlauben. Tauchglocke darf ich noch nicht. Lager für schwere Kugeln, Lager für Mörser. Feuerfässer, Mannschaftsquartier aber voll, Frachtraum brauche ich nicht. Panzerung gut, aber gerastet, auch Holz nicht. Und Harpunen verbessern brauche ich den Plan. Lager für Harpunen, so, das war vorhin ein klein wenig knapp. 1500 ist es mir auch noch wert. Dann gehen sie uns nicht so schnell aus. Also okay, also grundsätzlich Stoff. Moment, kaufen. Aussehen der Checkdoor. Blumensegel, rote Segel. Halt, graue Segel, da oben sind sie doch. Die wollte ich haben. 500 Stoff, nicht 400. Knappe 60. Schwere Kugeln richten verschwerenden Schaden, verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Ja. Das mache ich eigentlich immer. So, Flottenverwaltung war jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Moment. Das kann man machen, wenn man Geld braucht. Captain hat das Ruder. Los, Segel, los geht's! Sorry, aber ich muss gucken, wo ich hinsegel. Grundsätzlich erstmal in die richtige Richtung. Ich muss jetzt einmal um das andere Ding gucken. Bottom of the sea, the sailor loves
the journey's over. So early in the morning, the sailor likes his bottle. Alas, from the pool, I got from the tide, a channel so fine and dandy ho. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A booby rough house, a booby rough house, the sailor likes the rough house. So early in the morning, the sailor likes his bottle. And tread on me coat and all that in, a bully good rough and tumble ho. So early in the sailor likes his bottle. I sink so go, the sailor likes, I sink so go. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A drinking song, a song of love, until he sees a ship in tow. So early in the morning, the sailor likes his bottle. So, nachdem sie hier das Liedchen zu Ende geklettert haben, machen wir hier mal kurz einen Stopp. Großsegel rein, Bramsegel rein. Weil die Folge ist auch zu Ende. Ich wollte bloß das Lied noch fertig durchlaufen lassen. Backbord, Captain! Schiffbrüchiger Seemann, ahoi! Lebt ja, noch. Ja, der, ja, ja, ist okay. Weil ich wollte mich natürlich auch nicht bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.